Bevor das Video anfängt, ich möchte euch gar nicht zulabern oder zumüllen, ganz schnell, und zwar aktiviert mal die Glocke, weil YouTube hat ein paar Sachen geändert. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um jedes neue Video mitzubekommen, und ja, das war's. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von BRP zu dem DA. In New York, I'm Millie. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und wie ihr dem Titel entnehmen könnt, stelle ich euch heute ein paar Frühlingsklamotten vor, die ich persönlich besitze, aber zum Teil auch einfach Sachen, die ich so vorstelle, die ich mir auch an sich holen würde, aber ich kann mir halt nicht alles holen, weil ich leider kein Geld kann. Und deswegen wird das so ein kleiner Mix aus Sachen, die ich selbst besitze und euch so vorstellen möchte. So, das allererste T-Shirt ist ein stinknormales Basic-T-Shirt, aber was mir daran so gefällt, ist der Schnitt. Und zwar ist das ein Basic-T-Shirt sozusagen von Weekday, aber die haben sehr viele, und das ist das Great-T-Shirt, also das heißt einfach Great. Und das Gute an diesem T-Shirt ist, es hat einen unnormal guten Boxy-Fit sozusagen, also es ist zwar ein bisschen länger, also eigentlich nicht so wirklich boxy, aber von oben herum, also man kann das auf jeden Fall locker in die Hose stecken, wie in dem Bild. Stoff ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, ein dickerer Stoff ist auf jeden Fall qualitativ sehr hochwertig. Kostet 25 Euro und kann man sich auf jeden Fall ziehen. Ich habe es in der kleinsten Größe, und ich würde auch jedem raten, der ungefähr die gleiche Statur hat wie ich oder vielleicht gleich groß ist wie ich, auf jeden Fall es zu nehmen, weil es fällt auf jeden Fall sehr, sehr groß aus. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich keinen Trick 17 hätte. Und zwar, an sich ist das T-Shirt mir ein bisschen zu groß, aber ich werde Trick 17 noch anwenden. Und zwar werde ich das etwas zu heiß waschen, und dann wird das ein bisschen kleiner. Behindertster Tipp, den ich jemals angesprochen habe, aber ich habe das schon gemacht, und zwar mit demselben T-Shirt in schwarz. Und es passt mir jetzt perfekt. Also ich habe es jetzt gerade nicht da, weil es am Trocknen ist. Aber das Schwarze passt mir jetzt perfekt, und dasselbe werde ich mit dem weißen T-Shirt machen. Und ja, wer abchecken will, Links auf jeden Fall in der Beschreibung. So, das nächste T-Shirt ist eins, was ich zugeschickt bekommen habe, und zwar von Marc Noir. Und das T-Shirt hat eine relativ ähnliche Passform wie das von Weekday, was ich gerade gezeigt habe. Und das Coole dabei ist, am Ärmel habt ihr sozusagen die Initialien, also MN, mit so einem roten Strich durchgestrichen. Und hinten, das ist das Highlight sozusagen, finde ich. Und zwar steht hier ein Gedicht, was ich mir noch gar nicht durchgelesen habe, aber ist mir ehrlich gesagt auch relativ egal. Es sei denn, da steht der unnormalste Müll hinten drauf irgendwie, oder irgendwelche dummen Beleidigungen oder diese Sprüche-T-Shirts, die sind auf jeden Fall wack, wack, wack. Aber das ist einfach ein Gedicht in Rot. Das T-Shirt kann man sehr gut kombinieren, zum Beispiel zu meinem kommenden Garçon Chucks oder zu meinem Stan Smith, den ich selbst angemalt habe in dem kommenden Garçon Play-Logo. Und ja, ihr seht ja, die Passform auch sehr, sehr gut. Auch etwas länger, aber würde ich auch zum Beispiel eher in die Hose stecken. Die Jungs haben mir aber leider mitgeteilt, dass das T-Shirt ausverkauft ist, aber dass demnächst ein ähnliches T-Shirt kommt, beziehungsweise auf jeden Fall mit derselben Passform. Also demnächst kommen auf jeden Fall so ähnliche T-Shirts. Und momentan haben die noch ihre anderen T-Shirts, die etwas enger geschnitten sind sozusagen. Aber könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Link auf jeden Fall in der Bio. So, die nächsten T-Shirts sind von der Marke Méfiance. Und zwar habe ich eins hier in weiß. Und das gefällt mir unnormal super. Und zwar könnt ihr euch vielleicht schon denken, warum mir das überhaupt gefällt. Also dieser Print vorne finde ich sehr, sehr cool, weil das auch so ein Eyecatcher ist in diesem Rot, Lila, Pink, keine Ahnung. Und ja, das Ganze habe ich in Größe LXL, also es gibt S und M, das ist eine Größe, und LXL, und ich habe LXL, und es passt mir eigentlich perfekt. Hinten steht nochmal dreimal die 9 sozusagen drauf, das ist auch unnormal cool. Und was auch sehr cool ist, wenn ihr das T-Shirt nicht in die Hose steckt, hier sind noch ein paar Streifen sozusagen in dem Grauton und in dem Pink, Lila, Rotton. Keine Ahnung, welche Farbe das ist. Und der Stoff ist auf jeden Fall etwas dünner, also etwas luftiger sozusagen. Perfekt für den Sommer, beziehungsweise für wärmere Frühlingstage. Und die Jungs haben mir noch zwei andere T-Shirts geschickt, und zwar das in weiß und das in schwarz. Also da steht einfach deren Marke sozusagen vorne drauf, Méfiance. Und hinten, wie bei dem anderen T-Shirt, dreimal die 9. Und ja, Passform genau dieselbe, Größe habe ich auch genau dieselbe. Also wie gesagt, ich bin 1,72 oder 73. Und ja, das sind einfach so Basic T-Shirts mit einem Print vorne drauf. Also das ist ein kleiner Eyecatcher, aber einfach in die Hose stecken und darüber ein Flanell, Anzugshose. Sieht einfach top aus, und deswegen kann man mit diesen Basic Teilen nichts falsch machen. So, das letzte Shirt ist von ASOS. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, weil ich so oft da bestelle. Aber wie gesagt, es ist ein langärmeliges Shirt sozusagen, sehr dünner Stoff auch, also wie ein T-Shirt sozusagen, nur mit langen Ärmeln. Und wie ihr erkennen könnt, ein Stehkragen, deswegen könnt ihr auch an wärmeren Tagen sozusagen diesen Rollkragen-Look tragen. Also finde ich super, weil ihr wisst, ich bin ein Rollkragen-Fan, und das ist eine sehr gute Alternative, beziehungsweise sehr gute...
Auf jeden Fall sehr guter Ersatz für Rollkragenpullis und sehr luftig, sehr dünn. Ja, 17 Euro oder sowas hat mich das gekostet. Ich habe das in Größe S. Und ja, man kann es tragen, wie man möchte. Also entweder man trägt das einfach so oder unter Jacken sozusagen, wenn es doch ein bisschen kälter ist. Und deswegen sollte man das auf jeden Fall in seinem Frühlingskleiderschrank haben. So, das nächste Teil und eigentlich das einzige Teil dieser Kategorie, und zwar Kategorie Hemden, habe ich hier in meiner Hand. Und zwar ist das ein Hemd von Menace. Und zwar ist das ein gestreiftes Oversize-Hemd in einem sehr dünnen Stoff. Und dieses Hemd ist einfach perfekt für die wärmsten Sommertage, die es gibt. Weil das ist so, ihr wisst gar nicht, wie das ist, dieses Teil zu tragen. Das ist einfach fast wie, als würde die Oberkörper freilaufen, also vom Gefühl her. Weil das ist so luftig und das ist so dünn, also einfach ein perfektes Sommerhemd sozusagen. Von der Passform her top, kann man sehr geil zu hellen Hosen kombinieren. Und deswegen eine super, super, super Empfehlung von mir. Habe ich in Größe S, also passt mir auch eigentlich perfekt, würde ich sagen, in S. Also ist perfekte Länge, Arme sind perfekt eigentlich. Und ja, deswegen kann ich dieses Teil wirklich nur empfehlen. Bleiben wir mal bei den Oberteilen, und zwar bei den Oberteilen, die ich selber nicht besitze, aber euch gerne vorstellen möchte. Und zwar kommen wir mal zu der Kategorie Sweater. Also ich habe zum Beispiel diesen Sweater rausgesucht, und zwar ist das ein Asos-Sweater in einem rosa Ton. Und was mir an dem halt sehr gut gefällt, ist hauptsächlich der Kragen. Also der ist auch sehr hoch wieder. Der hat einfach einen dezenten Stehkragen. Ich würde nicht mal sagen, dass es ein Stehkragen ist, sondern einfach ein sehr hoch geschlossener Kragen. Und was mir auch gefällt, ist einfach dieses pinke oder rosane. Es ist halt für den Frühling sozusagen einfach geeignet, sich ein bisschen farblich sozusagen auszutoben. Damit meine ich jetzt nicht Neongelb auf Neongrün tragen, sondern einfach ein Oberteil, was vielleicht eine ungewöhnlichere Farbe hat als schwarz-weiß sonst was, grau. Und die Sache ist, was mir daran auch sehr gut gefällt, ist, dass es keinen richtigen Saum hat. Also ihr kennt ja alle Gildenpullis, und Gilden ist halt so, dass es sich unten sozusagen zusammen Dings da. Ja, logisch. Also ihr wisst, was ich meine. Nee. Und bei dem ist das einfach ein gerader, offener Saum ganz unten. Und deswegen, ja, finde ich auf jeden Fall top. Ich würde mir den auch sehr gerne holen, aber ich kann mir halt nicht jeden Monat einfach alles holen, was ich möchte. Es sei denn, ich kann Geld drucken, wie bei Haus des Geldes. Apropos beste Serie. Aber ja, mit 28 Euro seid ihr auf jeden Fall gut bedient und gibt's auf jeden Fall noch in allen Größen. So, der nächste Sweater ist auf jeden Fall auch von Retail. Und zwar ist das ein roter, der mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Und zwar kostet der auch 40 Euro und ist in einer Crop-Passform sozusagen. Also ihr seht, es ist ein bisschen kürzer und es hat auf jeden Fall auch so einen offenen Saum. Also ich mag diese offenen Säume, also was nicht so reingeht sozusagen. Und ist auch gerade, und das Coole dabei ist, also was ich bei Sweatern auch nochmal feier, ist, wenn an der Seite sozusagen ein Schlitz ist. Und ja, der steht hinten halt auch ein bisschen ab, was ich auch sehr feier. Und ich finde, der Passform sieht man so ein bisschen an, okay, der ist schon ein bisschen anders, also etwas besonderer, sag ich mal. Fertig mit Sweatern, kommen wir mal in die Kategorie Übergangsjacken. Und zwar fangen wir mit einer Jacke an, die ich schon vorgestellt habe in meinem Vlog. Wer das noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall nach dem Video abchecken. Da habe ich die gerade neu bekommen. Und zwar ist das diese Oversize Cord Biker Jacke in einem Grünton. Sehr ungewöhnlich, aber ich feiere dieses Dunkelgrün und diesen Cordstoff generell. Also Cord kommt ja so langsam, beziehungsweise ist eigentlich schon da. Also ist auf jeden Fall gerade gut im Trend. Und dazu habt ihr noch diesen Biker-Look mit dieser Schnalle sozusagen um die Hüfte. Der ist auch ein bisschen kürzer geschnitten. Also ich habe den in Größe XS, aber, also der war voll schnell ausverkauft und deswegen musste ich den in XS bestellen. Das Problem ist, die haben jetzt gerestockt und ich kann das aber nicht mehr zurückgeben. Weil sonst hätte ich das in S genommen, also ich würde für meine Größe auf jeden Fall S empfehlen. Diese Jacke hat 65 Euro gekostet, also ich finde für den Preis auf jeden Fall gerecht. Eine Top-Jacke. Mit dieser Jacke seid ihr auf jeden Fall top ausgerüstet für die etwas windigeren Frühlings. Und die Jacke gibt es natürlich auch noch mal in schwarz, also wem dieses Grün ein bisschen zu viel ist, der kann die gerne auch in schwarz sozusagen holen, also schwarz, schlichter, kann man auch einfach einwandfrei kombinieren, sage ich mal. So, die nächsten Jacken, die habe ich, glaube ich, auch im letzten Frühlingsvideo vorgestellt, also vor einem Jahr. Es handelt sich auf jeden Fall um die Harrington Oversize Bomberjacken. Also für diejenigen, die mich schon etwas länger schauen, die wissen, dass ich diese Jacken schon sehr oft vorgestellt habe und ich kann die immer noch nur empfehlen, beide in Größe S, würde ich mir aber jetzt in der Größe größer holen, also im Nachhinein. Aber ja, kann man nichts dran machen. Ist auf jeden Fall von Reclaimed Vintage, aber gibt's nicht mehr. Aber Asos hat von der hauseigenen Marke sozusagen auch Oversize Harrington Bomberjacken, deswegen, die sind relativ ähnlich. Und für alle, die es nicht wussten, Reclaimed Vintage ist auch einfach nur eine Hausmarke von Asos, nur, dass sie das Reclaimed Vintage genannt haben. Kommen wir zu den letzten Sachen dieses Videos, und zwar habe ich das im letzten Video schon angesprochen, dass helle Hosen im Frühling sehr gut ankommen, und deswegen möchte ich euch nochmal meine hellen Hosen vortragen.
einfach vortragen sagen. Aber auf jeden Fall habe ich hier eine von Bershka und eine von Asos. Das sind meine zwei einzigen Anzugshosen sozusagen in hell. Und viel kann ich eigentlich nicht zu denen sagen. Also ich habe die auf jeden Fall anpassen lassen, also enger und kürzer machen lassen. Die hat mich 30 Euro, glaube ich, gekostet. Also relativ, ja, angenehm, sage ich mal. Und die hat, glaube ich, 25 Euro oder sowas gekostet. Kann man auf jeden Fall top kombinieren, auch vor allem mit diesen Hosenketten und so weiter und so fort. Also ich trage momentan gar keine Jeans mehr. Also ich trage meine schwarze Anzugshose, die hier weniger. Und weil ich diese Hose so selten trage, dachte ich mir, schenke ich die einfach einem von euch. Ich habe die in Größe 36, also bei Bershka gibt es ja ganz komische Größen. Also bei Bershka ist das eine 36 und sonst ist das so eine 29, 32, sag ich mal. Aber weil ich die gekürzt habe, ist auf jeden Fall von der Länge her 30 mit, also Maximum. Wer der Meinung ist, dass ihm die Hose passt, der kann gerne mitmachen und die Chance sozusagen zu haben, die zu gewinnen. Also ich verschenke die einfach. Ja, ihr müsst dafür nicht viel tun. Also ihr müsst mich auf jeden Fall nur bei YouTube abonnieren und in die Kommentare euren Instagram-Namen schreiben. Und dann werde ich bei Instagram per Zufallsgenerator sozusagen den Gewinner auswählen. Und das werde ich alles in der Story sozusagen festhalten. Deswegen müsst ihr mir auch bei Instagram folgen, wenn ihr mitbekommen wollt, wer gewonnen hat. Und deswegen, wer diese Hose gewinnen möchte, einfach mitmachen und jetzt in die Kommentare euren Instagram-Namen schreiben. Warte. Eine Hose habe ich vergessen. Und zwar ist das eine Hose, die habe ich gestern erst gekauft. Deswegen war die auch eigentlich gar nicht mit eingeplant. Aber es ist eine Zara-Hose für 29 Euro. Knackige 29 Euro. Und zwar ist das eine Jogginghose in schwarz mit rot-weißem Streifen an der Seite. Feier ich unnormal, kann man sehr gut tragen. Einfach mal so gediegend in die Stadt gehen oder sonst was, durch die Stadt schlendern, einfach mal anziehen. Nur die Sache ist, die ist unten ein bisschen zu breit, deswegen werde ich auf jeden Fall safe zum Schneider bringen, enger machen lassen. Und dann lässt sich das Ganze auch gut leben mit dieser Hose. Kostet 30 Euro, wie gesagt, habe ich in Größe S und ja, empfehlenswert auf jeden Fall. Und ja, ansonsten war es mit dem Video. Ich hoffe, da waren ein paar Sachen für euch dabei. Wer die Hose gewinnen möchte, einfach kommentieren. Und ja, viel gibt's nicht zu sagen. Folgt mir natürlich bei Instagram und Snapchat, ist nicht verboten. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und Peace.